Warum habe ich mich dafür entschieden? Weil das ist nur meine, vielleicht meine letzte Chance. Also die andere Medizin, ich habe schon alles in Europa probiert, was man könnte. Und das ist die einzige Möglichkeit, etwas zu machen, ja, um sich vielleicht besser zu fühlen oder sich besser zu bewegen, mehr zu machen, mehr Kräfte zu haben. Meiner Meinung nach, das wäre nur die einzige Chance. Also ich heiße Agnieszka Filipkowska. Ich bin 34 und ich bin aus Polen und seit meiner Geburt habe ich SMA, das ist die Muskelverschwindung, Typ 1. Meine Muskelverschwindung, jedes Jahr, ich bin ein bisschen schwächer und ich kann mich nicht so gut bewegen, ja? Also meine Hände sind zu schwach, etwas zu machen. Also meine Muskeln im Körper verschwinden leider. Also, Becker habe ich gewählt, war hier aus der Stammzelltherapie hier als so gute Rehabilitation gibt. Und diese Rehabilitation den ganzen Monat lang hilft mir sehr, sehr viel. Hier ist perfekt. Also diese Übungen im Schwimmbad und in der Halle, die Therapeuten sind so gut. Und sie wissen genau, welche Übungen sie machen und wie. Früher habe ich gesagt, also vor der Stammzelltherapie, dass es wäre gut, wenn meine Krankheit stoppt. Aber meiner Meinung nach, das ist schon mein drittes Mal. Und ich sehe, dass ich ein bisschen stärker bin als vorher, als 3 Jahre vorher. Und ich bin nicht, ich erkälte mich nicht. Also ich habe endlich meine Doktorarbeit zum Ende geschrieben. Und früher hatte ich keine Stärke dafür, keine Kräfte. Ich war nicht imstande, das zu tippen auf der Tastatur. Und jetzt war das möglich, ja, nach der Therapie, nach 2 Therapien. Also ich habe auch einen neuen Hund, das ist ein Schäferwolf und ich bin imstande, mit ihm spazieren zu gehen, jeden Tag. Und 2 oder 3 Stunden im Wald oder in der Stadt. Ich gebe ihm für etwas, was sie gut getan hat, etwas Süßes oder etwas Leckeres. Süßes. Also ich bewege mich viel, viel mehr. Also ich hoffe, dass das dritte Mal nicht mein letztes Mal ist. und ich versuche alles zu tun, um hier heimzukommen. Vor allem möchte ich meiner Mama danken, weil sie hier mit mir ist. Und dann natürlich für die Doktors. Auch einen großen Dank für das Arbeitsteam hier und auch für die Sponsoren in Polen. Sie haben mir diese Möglichkeit finanziert. Sie haben mich finanziell natürlich unterstützt. Also noch einmal vielen Dank.